Ach, ich liebe meinen Kiosk. Das ist meine Welt. Warum? Weil ich alles hab. Da, Illustrierte, nur schöner Leid drauf. Und die werden fein nicht älter, die werden schöner auf dem Papier. Digital geglättet. Bis eine Operation naht und die Schlauchbootlippe platzen tut. Dann sind's weg vom Fenster, aber die kommen schon wieder. Ach, und dann, ich sag Ihnen, schauers her, Kochzeitschriften, die kann ich nicht anschauen, da kriege ich fei immer Hunger. Gestern ein Ehepaar kauft sie 4 Kochzeitschriften und er fängt das Maulen an. 4 Kochzeitschriften, deswegen kochst du auch nicht besser. Drauf sagt sie, du brauchst gar nichts sagen. Warum kaufst du immer Bono-Häftli, hä? Ja. Ah, da. Schau es her. Brausepulver. Können Sie sich noch erinnern? Waldmeister. Eine Packung in die hohle Hand. Ein wenig Wasser. Braucht jahrelange Erfahrung. Ein wenig warten. Und dann auf Amol, nein, die Goschen, das haut umeinander. Das war das Ecstasy der 60er Jahre. Nein, ich hab alles bei meinem Kiosk. Ich hab Wäschle, ich hab Energieriegel, Energie. Seit Jahren die gleichen Schlagzeilen zum Thema Klimawandel. Jahrhundert Winter, Jahrhundert Sommer, Jahrhundert Ich will keine Superlative mehr hören. Ich will endlich Supermaßnahmen. Und Herr Bundeskanzler, bitte keinen Doppelwumms, der sich dann danach bloß als kleine Blähung herausstellt, oder? Wir müssen die Klimakatastrophe löst du nicht dadurch, dass du Eier aus Bodenhaltung isst, dass du Straßennamen änderst und Pippi Langstrumpf umschreibst. Das funktioniert nicht. Ja, da von meinem Kiosk aus, da vorne eine Ampel, die Ampel war rot, es hält ein Auto und er schmeißt aus dem offenen Fenster einen Fastfood-Becher naus. Ich rumpel hier, nimm den Becher, hauen er wieder rein. Das sieht eine Frau und sagt, na, aber horch mal, das können wir nicht machen. Aber ich sage, doch, wir müssen handeln, gnädige Frau. Wegschauer ist vorbei. Ja, genauso mein Nachbar. Das ist ein Siebengescheiter. Das ist ein ganzer Siebengescheiter. Der hat mir erklärt am Gartenzaun, wir müssen die Plastiktüten per Gesetz verbieten. Habe ich gesagt, da brauchst du keinen Gesetzpreis. Nimm's nicht. Was? Liebe Politiker, ihr müsst ins Handeln kommen und bitte handeln, ohne auf die Wiederwahl zu schielen. Sonst funktioniert es nicht. Ja, da wird vorne nicht klatscht, das ist mir schon klar. Aber hinten, nein. Meine Damen und Herren, die Wirtschaftsnachrichten, ich kann's mir nicht mehr anschauen. Die drehen ein Riesenrad. Du, da blickst du als Kleiner überhaupt nicht mehr durch. Da gibt's Weltkonzerne, die zahlen pro Monat, nein, pro Jahr, zahlen die weniger Steuern, wie mein Friseur in Erlangen pro Monat zahlt. Aber ihren Managern Millionen Gratifikationen. Also, was ist denn das? Was ist denn das? Das ist doch eine Welt statt Wirtschaftswunder, bald nur noch Plunder, weil Banker und Konsorten erst alles zusammenraffen, dann Pleite machen und sich dann mit dem gefüllten Privatkonto ins Feistler lachen. Aber wehe, wehe, eine Verkäuferin nimmt eine Packung Bratwurst mit Hamm, die abgelaufen ist. Richter. Die Welt wird auch immer bläder, oder? Die Welt wird auch immer bläder. Schau es mal an. Schubeck im Knast. Hoeneß war im Knast. Und Trump kerrt meiner Meinung nach. Aber das ist der aussichtsreichste Kandidat.
Das ist der aussichtsreichste Kandidat der Republikaner. Und der jung, dynamische Joe Biden, der will es auch noch mal wissen, wenn er nicht vorher irgendwo die Gangway runterrumpelt. Das geht doch zu wie im Mickey-Maus-Land, oder? Das hält's doch nicht aus. Ach, bitte. Bitte, ich reg mich nicht auf. Jetzt schaue ich aus wie der Söder, ich setze meine Mützen wieder auf. Ja, der fehlt mir natürlich. Übrigens, als Kioskbesitzer hast du einen Vorteil, ich habe schon die Mainpost von morgen. Und jetzt bin ich gespannt, was ist der Titel? Hillary Clinton hat gesagt, wenn ich eine Titelgeschichte möchte, ändere ich einfach meine Frisur. Es geht auch anders. Der Jochen Herrmann kommt jedes Jahr als Sheriff. Wenig Aufwand, Titelseite. Joachim Herrmann! Ich lese ja die Zeitung immer von hinten, wegen der Totenanzeigen. Horns nicht erschrecken, die Sterbequote bei uns Menschen liegt exakt bei 100%. Da ist immer was drin. Und letztens war eine originelle Anzeige. Da haben sie geschrieben für an, 27 Jahre lebte er als Mensch, 25 Jahre als Ehemann. Sagt meine Frau, da kann ich überhaupt nicht drüber lachen. Und wissen Sie, was meine Frau immer zu mir sagt? Georg, und da schaut sie immer so scheinheilig, Georg, wenn Anna von uns zweimal sterben tut, zieh ich zu meiner Tochter. Da kann ich nicht drüber lachen. Naja. Vor kurzem lese ich in der Mainpost, es gibt jetzt Smart-Kiosk. Na, das ist ein Zeichen, du. 24 Stunden geöffnet, Neonbeleuchtung, 15 Automaten und es gibt alles, von der Unterhosen bis zum Champagner. Aber eins gibt's nicht, das Gespräch mit dem Kioskerch. Herr Bischof, mein Kiosk ist wie ein Beichtstuhl. Aber ohne Weihrauch, ohne Beichtspiegel und ohne Kirchensteuer. Bei mir ist es umsonst. Im Namen des Gerchs. Ja. Ich habe Stammkunden, die kommen jeden Tag und holen sich ihre Tageszeitung. Und manch einer möchte dann auch noch das bayerische Fernsehen. Aber manch einer möchte dann auch noch eine kleine Beilage, verstehen das? Die wickle ich dann nein. Die wickle ich dann nein. Das kann er sicht. Und dann, ich habe schon Generationen, habe ich aufgeklärt an meinem Kiosk. Praline. St. Pauli Nachrichten. Analog aufgeklärt. Jetzt digital. Pornografie im World Wide Web. Ein Klick und du siehst den. Es gab Zeiten, da haben die Kaufhäuser ihre Fensterfronten mit Backpapier und Pappadeckel zupappt. Da schau ein paar blöd. Also pass auf. Backpapier und Pappadeckel. Also das ist hochfränkisch. Backpapier und Pappadeckel. Dass man halt nicht sieht vor den nackerten Modepuppen. Die große Aufklärungswelle rollte ja durch Deutschland Ende der 60er Jahre. Der Film lief in Erlangen 10 Jahre später. In Veitshöchheim, Herr Bürgermeister Götz, ist er noch gar nicht gelaufen. Ja, ist er noch gar nicht gelaufen. Und Hans, da war ich selber im Kino in Erlangen geguckt und hinter mir ein fränkisches Ehepaar. Ach, und wie die blonde, nackte Helga in den Dünen hockend in das Erlanger Kino hineingehaucht hat. Ich hatte gestern einen Orgasmus. Sag die Fränkin hinten ganz leise zu ihrem Mo. Hans, den hätte ich auch gern. Und er brüllt zurück. Margaret, jetzt langt's. Du hast der Waschmaschine gekriegt, wir waren in Jesolo, was willst denn du noch alles? Oh. Ja. Aber.
Aber am allerliebsten lese ich den Sportteil. Der Sportteil, meine Damen und Herren. Und am allerliebsten lese ich von meinen Klubberer. Und am allerliebsten lese ich, wenn sie spielfrei haben, weil dann können sie nicht verlieren, die Ballträder. Ja, Herr Söder, dann nicken Sie auch. Das ist ein Wahnsinn. Hans, bei mir gehen die Leute vorbei und schauen sich die Schlagzeilen an. Finanzkrise, was weiß ich, Krisen, also nur Krisen. Ich mach nicht mehr. Nein, ich mach nicht mehr. Ich liebe meinen Kiosk, aber ich mache ihn jetzt zu. Ich kann diesen Weltschmerz nicht mehr ertragen. Verstehen? Ja. Oh, nix mehr. Ausschluss mit diesen schlechten Nachrichten. Ich habe selber eine Zeitung geschrieben. Schau her. Eine Glückszeitung. Da sind nur positive Nachrichten drin. Da steht zum Beispiel drin, dass morgen die Sonne scheint und nachts regnet es ein wenig, dass wir nicht gießen müssen. Auf Seite 2 steht, wo es Freibier gibt. Und ganz toll, meine Damen und Herren, im Sportteil. Jeden Tag die gleiche Schlagzeile. Club gewinnt. Fett A. Ja. Ach Gott. Meine Damen und Herren, meine Glückszeitung ist wie Fasching. 2004 war ich das erste Mal da auf der Bühne gestanden in Veitshöchheim. 2004. Das ist 20 Jahre her. Und jetzt, meine Damen und Herren, wird's für mich, liebes Publikum, langsam Zeit. Ich sag heut Ade, Veitshöchheim war immer so schön, doch alles geht einmal vorbei. Doch Eich und der Fasnacht bleib ich treu. Ja, lieber Klaus, du siehst die Reaktionen auf deine Kollegen. Es hört auf. Ich grein ja nur mehr. Vielen Dank, vielen, vielen, vielen Dank. Ja!
Ja, Klaus, so ist es. Einmal Teil der Fasnachtsfamilie bleibst es immer. Man konnte dich sicherlich von der Bühne der Fasnacht bringen, aber die Fasnacht nicht aus dir auserlangen. Klaus Karl Kraus. Auf ihn und seine Auftritte hier in Veitshöchheim ein dreifaches Klaus Erlangen, Franken. Was für ein toller Auftritt, Klaus. Wirklich emotional, dieser Abschied. Nicht nur ich habe sicherlich jetzt die ein oder andere Träne verdrücken müssen. Aber wie heißt so schön, frei nach Karel Gott. Singen, lachen, Witze machen, das war KKK. Lieber Klaus, vielen Dank. Ade.